so sieht das hier aus, wenn Höcke zu einem Bürgerdialog eingeladen ist. Ich lebe unsere Heimat Thüringen! Ich lebe unser deutsches Vaterland! Was macht die AfD-Fraktion, um mehr Ärzte aufs Land zu kriegen? Wir fühlen uns pudelwohl, Thüringen ist unsere Heimat. Weiß, dankeschön. So, wir sind in Greiz. Hier gibt es heute eine Veranstaltung von Höcke, genau gesagt ein Bürgerdialog. Mein Plan war es eigentlich, eine Frage von den Gegendemonstranten einzustauben. Leider hat man jetzt schon Werbung gemacht, dass man bitte nicht mit mir reden solle. Und jetzt wird geschrien. Hat jemand eine Frage an Höcke? Nee. Warum man Faschist ist? So sieht das hier aus, wenn Höcke zu einem Bürgerdialog eingeladen ist. In einem Restaurant. Ja, also die Polizei hat hier wirklich alle Hände voll zu tun. Aber liebe Freunde, wenn ich sehe, dass mittlerweile, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube 7 Millionen Muslime in Deutschland leben, Tendenz weiter steigen. Wenn ich sehe, dass Muslime in Hamburg zu mehreren Tausend auf der Straße sind und das Kalifat ausrufen möchte, dann weiß ich, dass diese Herrschaften nicht in der Lage sind, sich in Deutschland zu integrieren. Deswegen dürfen sie mit ihrem Glauben, so wie sie ihn hier praktizieren wollen, keine Zukunft haben. Und das heißt eben auch nicht, dass jeder Muslim... ein Radikalinski ist, dass jeder Muslim nicht in der Lage ist, den Glauben unter das Grundgesetz zu stellen. Die gibt es natürlich auch und viele gut integrierte Muslime leben in Deutschland, aber wir haben mittlerweile ein massives Problem mit Ghettobildung, mit muslimischer Ghettobildung. Wir haben besorgniserregende Umfragen, jetzt gerade aus Niedersachsen gehört, da hat man Umfragen in der Schülerschaft gemacht, bei Schülern, die einen muslimischen Hintergrund haben, und da sagen tatsächlich 50% der Schüler, ich meine, es sind sogar mehr, dass die Scharia, also der Schüler mit muslimischem Migrationshintergrund, dass die Scharia über dem Grundgesetz steht. Das ist die zukünftige Generation, die in Deutschland etwas zu sagen haben wird. Und da habe ich wirklich Sorge vor dieser Entwicklung. Es kann nicht sein, dass wir hier zurückweichen. Es kann nicht sein, dass wir hier tolerant sind bis zur Selbstaufgabe. Toleranz darf nicht zur Selbstaufgabe sein. Dann kam die Kampagne zur Entziehung meiner Grundrechte. Ihr könnt euch an diese Petitionsgeschichte erinnern. Dann kam der 13-Punkte-Maßnahmeplan von Faeser und Haldenwang, also der Innenministerin und dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, um noch stärker gegen die AfD vorgehen zu können. Maßnahmen wurden dann im öffentlichen Raum gestellt im Namen einer Pressekonferenz, die einem als Demokraten und Rechtsstaatsfreund die Haare zu Berge stehen lassen. Der Geheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, der sollte noch mehr Befugnisse bekommen, um als Denunziationsinstrument eingesetzt zu werden. Der sollte also in Zukunft beispielsweise zu Menschen gehen und sie aufklären, dass ihr Nachbar ein böser Rechter ist. Oder der sollte zu Arbeitgebern gehen, um den Arbeitgeber aufzuklären darüber, dass ein Mitarbeiter von ihm die AfD oder der AfD schon mal Spenden zukommen hat lassen. Sowas alles hat Faeser, sowas alles hat Haldenwang in dieser PK kommuniziert. Die Reisefreiheit von Dissidenten sollte eingeschränkt werden. Das Beamtenrecht sollte verschärft werden. Das ist wirklich ein Schlag gegen den demokratischen Rechtsstaat, was Faeser und Haldenwang vorhaben. Und das darf nicht kommen und das muss verhindert werden, liebe Freunde. Ja, die Justizkeule wird auf das Haupt des Dissidenten und der Opposition geschlagen. Die Frage ist, was macht das Kartell, was macht das Bundesestablishment, wenn auch das nichts nützt? Wenn es nichts mehr nützt, unsere Wahlkreisbüros zu beschmieren und anzugreifen, wenn es nichts mehr nützt, ja, wenn politische Aktivisten, die wahrscheinlich Steuergeld finanziert sind, angemeldete und organisierte, von der Opposition organisierte Veranstaltungen zu stören und manchmal auch zu blockieren, wenn es nichts mehr nützt, unsere Reifen zu zerstechen, wenn es nichts mehr nützt, dass die Medien uns mies und lächerlich machen, wenn es nichts mehr nützt, dass der sogenannte Verfassungsschutz uns als extremistisch beschimpft und bekämpft und tituliert, wenn es nichts mehr nützt, ja, dass Gerichte die führenden Dissidenten verurteilen und vielleicht sogar ins Gefängnis stecken. Was kommt dann noch? Dann kommt nur noch das Attentat. Dann kommt nur noch die Eliminierung des politischen Gegners, der Opposition. Warum hat man ein gewachsenes Volk wie die Deutschen ohne Not, ohne Krieg, ohne dass dieses Land von fremden Mächten heimgesucht worden wäre,
zu multikulturalisieren bekommen? Warum löst man Deutschland auf wie ein Stück Seife unter einem Wasserstrahl? Warum tut man das? Das ist extremistische Politik. Aber nicht der Ansatz der AfD zu retten, was auch zu retten ist. Die staatliche Gesinnungsproduktion zurückdrängen. Die Menschen haben die Nase gestrichen, voll von staatlicher Propaganda und Gesinnungsproduktion, wie die, die davon auf der anderen Straßenseite auch gerade hergestellt wird. Sie wollen nicht mehr die Indoktrinierung ihrer Kinder in den Schulen, sie wollen keine 68 Geschlechter, sie wollen kein Gendergaga mehr und sie wollen auch nicht, dass die deutsche Sprache durch irgendwelche Sprachpolizisten ständig kontrolliert und verhunzt wird. Wir wollen frei und selbstbestimmt leben, jetzt und in Zukunft. Wir gehen jetzt diesen Weg gemeinsam. Wir machen jetzt einen ersten großen Aufschlag zur Kommunalwahl. Da kommt der zweite große Aufschlag zur EU-Wahl. Und dann werden wir am 1. September hier in Thüringen ein blaues Wunder vollbringen und die etablierte Politik erzittern lassen. Wir sorgen dafür, dass Thüringen nicht nur Freistaat heißt, sondern wieder ein Freistaat ist. Es lebe unsere Heimat Thüringen! Es lebe unser deutsches Vaterland! Es lebe das Vater Europa! Was hat die AfD, wir müssen ja erstmal den Wahlkampf gewinnen, Besonderes für Rente? Weil ja, völlig berechtigte Frage und ich habe gerade im Rahmen von solchen Bürgerdialogveranstaltungen schon ganz viel Kontakt mit Rentnern gehabt, die nach der Veranstaltung zu mir kamen und von ihrem Leben berichteten und einige von den Senioren standen auch wirklich mit Tränen in den Augen vor mir und sagten mir, Höcke, wir wissen nicht mehr weiter. Wir kommen mit der Rente nicht mehr über den Monat. Das Geld wäre grundsätzlich da. Es wird nur nicht richtig verteilt. Und das ist die Grundeinstellung der AfD. Das Geld, das in Deutschland erwirtschaftet wird, gerade vor dem Hintergrund der steigenden Altersarmut, das muss in erster Linie unseren Leuten zugutekommen. Die jedem anderen Land auch. Also wir haben eine Landeskinderquote gefordert für die Universität Jena, die ja als einzige Universität in Thüringen Ärzte ausbildet. Wir wollten damit erreichen, dass junge Thüringer, die bereit sind, das Medizinstudium aufzunehmen, dann einen privilegierten Zugang auch zum Medizinstudium in Thüringen haben, weil wir denken, Menschen, die hier groß geworden sind, die hier ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, haben hoffentlich auch eine besondere Bindung zu unserem Freistaat Thüringen. Und wenn man dann auch noch in Aussicht gestellt bekommt, hier ein Studium zu absolvieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass diese jungen Mediziner dann auch in Thüringen bleiben. Leider wurde er bisher immer abgelehnt. Wir haben auf kommunaler Ebene den Versuch gemacht und ich glaube, in einem Landkreis ist das sogar über den Kreistag auch angenommen worden, ein kommunales Medizinstipendium auszuschreiben. Das heißt, man schaut dann in einem Landkreis, wo sind die Defizite, gibt es Defizite im Bereich der Zahnmedizin, der Gynäkologie, anderer Fachärzte und versucht ganz bewusst, junge Menschen anzusprechen und ihnen ein Stipendium über die Kreisebene zu geben, mit der Bedingung, dass man dann nach Absolvierung des Studiums auch mal 10 Jahre in diesem Landkreis arbeitet, mit der Hoffnung, dass dann nach 10 Jahren so eine Bindung zum Landkreis aufgebaut worden ist, dass man da nicht mehr weg will. Macht es euch doch gemütlich, trinkt noch das ein oder andere Bier. Ich finde, das ist eine echt tolle Gaststätte und ich hoffe, dass ich im Landtagswahlkampf wiederkommen kann und ihr wieder so zahlreich erscheint. Und mein herzlichen Dank an den Freitag und sein Team. Bitte. Deckt euch ein mit Informationsmaterialien. Lest euch alles durch und macht Werbung und erzählt, was ihr heute erlebt habt. Die gute Stimmung, das Gemeinschaftsgefühl und die Position des gesunden Menschenverstandes, die wir als AfD ausformuliert haben. Und meine riesen und herzliche Bitte, seid mutig. Bekennt euch zur AfD. Ohne Mut wird es nicht gelingen. Jeder muss mutig sein. Schönen guten Tag, Herr Höcke. Geht auch ganz schnell, ich verspreche es Ihnen. Ich war beim Gegenprotest und habe versucht, da vielleicht mal ein bisschen Dialogförderung zu helfen. Habe mal gefragt, was würden die denn beim Gegenprotest ganz gerne Herrn Höcke fragen? Und da war eine Frage, danach wurde direkt die Musik lauter gemacht, damit der Dialog ein bisschen behindert wurde. Da ging es darum, wie es Herr Höcke sich einbinden kann als gebürtiger Hesse, das ist wahrscheinlich richtig, Politik hier für Thüringen zu machen. Können Sie da vielleicht was, also sinngemäß? Ja. Das ist doch eine völlig triviale Argumentation, die ganze Dummheit und Naivität dieses Haufens da draußen letztlich nochmal deutlich macht. Ja. Ich bin 2008
nach Thüringen gezogen. Zwei meiner Kinder sind in Thüringen geboren. Wir sind voll integriert in unserem Dorf. Wir fühlen uns pudelwohl. Thüringen ist unsere Heimat. Ich habe sogar Vorfahren, die aus Thüringen kommen. Und das sind genau die Truppenteile, die jedem sofort den deutschen Pass in die Hand drücken wollen, der über die deutsche Grenze, fällt. Aber jemand, der wirklich eine tatlose Familie hat, der einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leistet, der einen Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität eines Landes leistet, ein Deutscher, der von Deutschland nach Deutschland wandert, den macht man in dieser Art und Weise mies und lächerlich. Aber ich denke, das entstellt sich selbst zur Kenntlichkeit. Das ist absurd. Zweite Frage noch ganz kurz. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Nein, muss ich das wissen? Heute ist der No-Homo-Tag. Tatsächlich, es gibt ihn. Was sagen Sie zu dem? Also was heißt No-Homo? Also dass man so sagen, gegen diese Homosexualität. Ja, also kann ja jeder das in seinem privaten Umfeld, in seinem Schlafzimmer ausleben, was er will. Da bin ich wirklich ein toleranter Mann. Und ich sage auch, dass der Staat eben auch nicht ins Schlafzimmer von Menschen hineinregieren soll. Ja. Sondern sich zurückhalten soll. Aber wichtig ist, dass irgendwelche Minderheitenansichten und Minderheitenfetischismus eben nicht als Leitbild für unsere Kinder und Jugend aufgezäumt wird, sondern dass eben die Normalität der Familie und der Ehe zwischen Mann und Frau ins Zentrum gerückt wird. Das heißt nicht, Minderheiten, die anders orientiert sind, zu diskriminieren. Das heißt aber einfach nur, das, was die Mehrheit will und lebt, auch positiv herauszustellen als Politik und als Politiker, und das tun wir. Und hier sind noch so viele andere. Ich gehe jetzt auch. Danke für Ihre Zeit. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Das dich mal kennenlernen. Im Sinne der Gleichberechtigung brauche ich nämlich jetzt noch eine Frau und ein gesundes Paar natürlich auch umso besser. Also, wie fanden Sie den heutigen Abend? Ich fand ihn sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Was war Ihre Lieblingsstelle? Gab es da etwas, wo Sie sagen, das war toll? Allein dafür hat es schon gelohnt, herzukommen? Es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich sehr gelohnt. Es hat sich sehr, sehr gelohnt. Der Herr Höcke ist wirklich ein super Mann, ein sehr intelligenter Mann. Und man kann sagen, er will wirklich Deutschland nach vorne bringen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch. Alles Gute. Weiter so. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, das war es dann auch hier aus Greiz mit dem Bürgerdialog. Ja, der Gegenprotest ist auch schon gegangen. Ja, das Ganze sichern hier jetzt, so weit wie ich das hier sehe, noch 5, 6 Sixpacks, wobei auch noch in den Seitenstraßen überall Polizei versteckt ist. Ja, bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Dann habt ein schönes Wochenende, bleibt aufrecht, das ist nie schlecht. Und wenn ihr bei mir auf dem Laufenden sein wollt, guckt einfach in den Weichreite-Kanal vorbei auf Telegram. Da poste ich eigentlich regelmäßig, wo es als nächstes hingeht. Ja. Medal of, ne? Tschüssi.